Gleich gehe ich natürlich auf die aktuelle Marktlage ein, aber an alle, die den Adventskalender von Nicole aktiv verfolgen und bei dem Gewinnspiel oder bei den Gewinnspielen teilgenommen haben, bitte dranbleiben. Nach meinen Ausführungen wird Nicole die ersten Gewinner bekannt geben. Herzlich willkommen auf Aktienlos TV, ja heute mal wieder hier aus dem Homeoffice heraus. Ja, und das könnte jetzt demnächst wieder zur Gewohnheit werden. Ja, das erste Bundesland Sachsen macht jetzt den harten Lockdown. Ja, die Infektionsraten gehen nicht zurück, die Krankenhäuser sind voll. Und ja, auch wenn da viele nach wie vor immer den Beweis andrehen, dass ja alles nicht schlimmer ist als in einer normalen Grippesaison, sieht die Welt an der Praxis, an der Front einfach anders aus. Und wenn man mit Ärzten, mit Intensivpersonal spricht, ja, das ist schon dramatisch, was sich da abspielt. Und da muss einfach was getan werden. Auch darüber, da darf man natürlich streiten, was da Sinn macht, was da nicht Sinn macht. Sehr viel ist aus meiner Sicht auch sinnlos. Also gerade die Regelung, dass man große Märkte auf 20 Quadratmeter pro Person beschränkt und kleine Märkte mit 10 Quadratmeter, wo die Deckenhöhe vielleicht noch niedrig ist, das ist natürlich wenig schlüssig. Und natürlich, was mit der Gastronomie gemacht wird, das verstehe ich auch persönlich nicht. Aber wie gesagt, darüber dürfen wir streiten, keine Frage. Aber wer die Pandemie leugnet, ich glaube, der hat den Schlag nicht gehört, den da momentan oder der über die Welt fegt. Und der ja weltweit, ja, ohne Ausnahme, alle Verantwortlichen dazu treibt, Maßnahmen tätigen zu müssen. Ja, in den USA, einzelne Bundesstaaten schließen die Schulen, schließen die Geschäfte. Auf der breiten Front nehmen die Infektionszahlen nicht ab. Jeden Tag sterben in den USA über 2000 Menschen mit dem Virus, vielleicht auch an dem Virus. Auch darüber wird ja immer wieder trefflich gestritten. Aber es ist per se einfach zu viel. Und wenn man hier nicht einschreitet, nimmt das Ding kein Ende. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch an der Entwicklung der Impfstofffront tut sich einiges. Heute ja die erste Britin geimpft worden. Sie hat sich gefeiert. Das ist das größte Geburtstagsgeschenk. Und das lässt ja hoffen. Und da bleibe ich dabei. Wir werden relativ früh im kommenden Jahr wirklich aufatmen können. Geschätzt bis April, Mai wird man die Risikogruppe insgesamt durchgeimpft haben. Also die, die das wollen. Das gilt ja für alle. Es wird keine Impfpflicht geben, sondern eine Impffreiwilligkeit. Wer das tun will. Aber wenn wir erstmal die Risikogruppen da aus dem Verkehr gezogen haben, und zwar mit einem Impfstoff, dann wird sich die Lage relativ schnell normalisieren. Natürlich dieses Thema, was für Folgeschäden, wer infiziert ist, das bleibt uns erhalten. Es ist auch nicht zu unterschätzen. Da habe ich viele, viele Berichte darüber gelesen und gesehen. Das ist kein Spaß, was da eigentlich läuft. Aber auch diesbezüglich können wir natürlich auf Medikamente hoffen, die dagegen wirken. Da gibt es seit gestern auch ein neues Grippemittel, was da extrem erfolgreich in Tierversuchen jetzt bei Frettchen, ja, die übertragen ja das Virus auch auf den Mensch und zurück, da extreme Erfolge gezeigt haben, dass man wirklich sehr, sehr schnell geheilt ist und auch nicht mehr ansteckend ist. Also da wird sich einiges noch tun. Von daher die Börse, die nimmt das Ende der Pandemie Gott sei Dank ja auch schon vorweg. Also die nächsten Wochen, vielleicht auch wenige Monate, die werden noch mal hart werden für uns alle, ja, aber dann ist das Thema auch endlich durch. Da bin ich relativ sicher und dann können wir uns auch wieder den wichtigen Dingen des Lebens widmen, beziehungsweise unwichtig ist das ja auch nicht, aber den Dingen, die vielleicht auch wieder mehr Spaß machen, und dazu wird sicherlich die Börse gehören, denn natürlich die Geldschleusen bleiben weit geöffnet. In den USA verhandelt man ja nach wie vor über das nächste Stimuluspaket, das wird kommen. So schnell es geht, ja, wenn es Trump nicht mehr schafft in seiner Amtszeit, dann wird es Joe Biden danach machen. Und das sind die Zeichen, die natürlich die Welt sieht. Am Donnerstag, die EZB wird ihres dazu tun, dass der Euro jetzt nicht weiter steigt, denn das ist natürlich für die europäische Wirtschaft ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Auch da wird man wieder lockern, die Zinsen vielleicht noch tiefer schrauben, damit wirklich die Weltwirtschaft, die Wirtschaft auch regional in Europa irgendwie am Laufen bleibt und es dann einfach weitergeht. Und die Kapitalflucht in Richtung Aktien, die sollte diesbezüglich eben weiter zunehmen. Ja, eigentlich die Rahmenbedingungen für Aktien extrem positiv, aber klar,
Wir haben so ein paar Baustellen noch. Haben wir einmal die Eindämmungsmaßnahmen, die können natürlich jederzeit mal negativ reinschlagen. Wir haben die Brexit-Verhandlungen gerade in Europa, da ist ja auch jeden Tag mit irgendwas zu rechnen. Wir haben Donald Trump als kleiner potenzieller Spielverderber noch hinten dran. Und wir könnten natürlich auch einfach mal aus technischen Gründen wieder mal ein bisschen zurückfahren. Die Euphorie ist gerade mal wieder in Richtung Top. Das ist ja immer ein bisschen gefährlich. Auf der anderen Seite, wir haben noch ein paar Wochen Richtung Jahresende. Also die Jahresendrallye, die könnte auch noch ein Stück weitergehen. Wichtig bleibt der Blick auf die Einzelsituation, auf die Einzelwerte. Und da spielt ja nach wie vor die Musik, vor allen Dingen in den USA und hier bei Tesla. Ja, gestern hat noch 1,4% gefehlt zu einem Börsenwert von 700 Milliarden Dollar. Ja, glücklich der, der da noch dabei ist. Wobei ich jetzt wirklich sie fast dazu flehe, mal ein paar Gewinne einzustecken, denn das wird nicht gut gehen. Momentan werden zwar die Shorties noch gegrillt und das kann auch noch ein Stück weitergehen, aber irgendwann wird der Stecker gezogen, weil es sich schlicht und ergreifend fundamental nicht rechnen lässt. Ja. Und da muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen und selbst die eingefleischten Tesla-Fans, die ich kenne, die sagen, okay, bis 2025, da könnte sich die Tesla-Aktie auch noch mal verdoppeln. Ja. Das ist natürlich trotzdem ein ambitioniertes Ziel, weil das hieße ein Börsenwert von fast 1,4 Milliarden Dollar für einen Autokonzern, der natürlich von anderen als Software auf Rädern bezeichnet wird, aber die anderen werden ja nicht schlafen. Es ist ja illusorisch zu denken, dass Tesla der einzige ist, der Elektroautos mit Software bauen wird. Da wird sich viel tun, da ist auch schon viel am Werden und natürlich werden da auch die großen Unternehmen nicht klein beigeben. Und es bleibt am Ende des Tages trotzdem dabei, dass vermögende Menschen gerne ein Mercedes fahren oder auch ein BMW fahren und dass natürlich auch die große Mittel- und oder nicht so betuchte Käuferschicht auch preiswerte Autos braucht. Und da liegt die Kompetenz sicherlich eher bei einer Volkswagen oder bei japanischen Herstellern oder koreanischen Herstellern als eben bei Tesla. Also das wird spannend werden. Natürlich, andere sagen wiederum, Tesla hat auch den Bereich der Energiespeicher. Das ist sicherlich spannend, das wird auch ein Riesenthema. Aber auch da ist man nicht allein. Elon Musk, toller Kerl, Tesla, tolles Unternehmen. Aber wie gesagt, hier ist eine Korrektur überfällig. Die wird es irgendwann kommen und dann reden wir mindestens über eine Kurshalbierung. Und wer daran nicht glaubt, der sollte sich ähnliche Beispiele aus der Vergangenheit heranziehen. Sei es eine Amazon, sei es eine Apple, sei es welches Wachstumsunternehmen auch immer, in welcher Branche auch immer. Da gab es immer mal viele, viele Vorschusslorbeeren und dann ist der Costolani-Vergleich mit dem Hund und dem Härchen. Dann kam der Hund auch wieder mal deutlich zurück und ist auch hinter dem Härchen mal stehen geblieben und das erwarten wir bei Tesla. Was gab es sonst noch? CompuGroup, Zahlen vorgelegt, haben wir ja auch als Corona-Profiteur. Gut, die Prognose jetzt, die geht in Ordnung, ist aber eben aktuell nach dem Höhenflug natürlich wiederum zu relativieren. 20% will man wachsen, auch dank Zukäufe organisch 5%. Das ist okay in der aktuellen Zeit, aber das ist natürlich auch nicht mehr so mit Fantasie gesegnet. Also hier vielleicht mal Rücksätze abwarten unter 75 Euro, 70 Euro. Vorher würde ich da nicht zugreifen. Palantir gestern, ja, das ist ja auch einer der Highfly der letzten Wochen, neuen Vertrag mit der FDA. Da ging es um 12% nach oben. Da geht es ein Dreijahresvertrag, Durchführung von den Medikamentenbekämpfungen, Prüfungen, Inspektionen und so weiter. Ein schöner, vor allen Dingen ein Prestigeauftrag, der nicht zu unterschätzen ist. Interessantes Unternehmen, aber sicherlich auch, was den Börsenwert angeht, schon eine Nummer. Ja, dann natürlich der anstehende Börsengang von Airbnb. Am Donnerstag ist es soweit, ja, und hier muss man schauen natürlich. Mittlerweile ist eine Kursspanne von 56 bis 60 Dollar im Gespräch, eine Bewertung von 42 Milliarden angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen, ist das schon eine Hausnummer. Ob man da gleich dabei sein muss, wage ich zu bezweifeln. Hier empfehle ich einfach erstmal die Anfangseuphorie abzuwarten, dann sollte sich die Aktie auch mal deutlich setzen. Das war übrigens auch bei vielen Highflyern in der Vergangenheit der Fall, selbst bei einer Facebook, selbst bei einer Google zu Beginn. Das sind klassische Entwicklungen. Es wird erstmal gefeiert, dann geht es zurück. War übrigens auch bei den Chinesen, Alibaba
und so weiter. Da würde ich empfehlen, da vielleicht mal abzuwarten. Jinko Solar, mittlerweile auch ordentliche Korrektur. Ja, man hat zwar klasse Zahlen geliefert, der Ausblick war nicht so ganz so euphorisch. Und hier ist auch durchaus eine 50% Korrektur drin, so um die 50 Dollar. Und da könnte man da auch wieder an Bord gehen. Dann aus deutscher Sicht, die Münchner Rück hat sich heute zu Wort gemeldet und will den Gewinn nach der Corona-Krise wieder kräftig steigern. Da ist sogar davon die Rede, bis 2025 will man die Eigenkapitalrendite von auf 12-14% steigern, von zuletzt eben 9,2%. Das ist eine ordentliche Perspektive und zwar auf breiter Front. Also Pandemie will man künftig nicht zwangsläufig mehr versichern. Das scheint angesichts der jüngsten Erfahrungen natürlich eine schlaue Entscheidung zu sein. Und man will den Anlegern nach wie vor steigende Dividenden zahlen. Also auch kein Wort davon, dass jetzt aufgrund der aktuellen Belastung da gekürzt wird. Nein, man bleibt dabei. Man will als attraktive Dividendenaktie natürlich auch für die Kapitalsammelstellen interessant bleiben. Und daher bleibt auch unsere oder meine Empfehlung, schwache Kurtage sind hier ganz klar Kauftage. Ja, schauen wir, was der Markt uns heute bringt. Ja, ich bin selbst gespannt, wie das vor allen Dingen an der Wall Street weitergeht, ob die Märkte nach wie vor bis Weihnachten noch ein bisschen was draufpacken, ja, die Jahresendrallye vielleicht noch ein bisschen ausreizen. Ja, wir sind dabei mit unseren Empfehlungen und trotzdem, wie gesagt, immer mit dem Fuß neben dem Bremspedal und aufgepasst, wenn es mal vielleicht auch wieder zu Rücksetzern kommt. Ja, dann noch wieder der Hinweis auf diese Woche, natürlich Donnerstag, unbedingt vormerken unsere nächste Live-Show. Sie wissen das ja, die Sendung wird jetzt gleich wieder auf unserem YouTube-Channel oben eingestellt. Da können Sie sich ja auch unbedingt abonnieren, den Kanal, das Glöckchen setzen, dass Sie rechtzeitig zum Sendebeginn dann auch einschalten können, wenn wir live natürlich unter anderem Jens Bernegger zu Gast haben zum Thema Wasserstoffaktien. Da freue ich mich sehr drauf, wird sicherlich spannend. Und dann natürlich im Börsenspiegel wieder mit Börse Online, Kolja Barkhorn, mit der Finanzdiva, die aktuellen Depots anschauen, die Veränderungen natürlich, die da vorgenommen wurden. Letzte Woche haben wir Aktienlust kompakt darüber berichtet. Alle die das abonniert haben, die bleiben ja auch mit den Veränderungen immer am Laufen, können alles eins zu eins nachvollziehen. Gratis natürlich, versteht sich. Am Donnerstag dann aktuell werden wir über die Depot sprechen. Börse Online liegt da aktuell in Front, so viel darf ich verraten. Also das unbedingt vorbergen und dann natürlich am Samstag unser Webinar, wenn Mick und ich Ihnen unsere 10 Top-Favoriten für 2021 vorstellen. Da freue ich mich schon drauf, da ist die Woche noch einiges los und natürlich, wir geben für Sie auch hier weiter Gas. Nicole auch mit dem Adventskalender, bitte da auch mitmachen, da sind ja immer schöne Geschenke für Sie dabei. Das war's von mir heute für Sie, danke fürs Zuschauen, Ihr Jürgen Schmidt. Hallo Jürgen, hallo liebe Aktienlustfreunde. Ich möchte heute die Gewinner unserer ersten 4 Video-Adventskalendertürchen bekannt geben. Und im ersten Video gab es ja einen Echo-Lautsprecher zu gewinnen und ihr musstet beantworten, was ist eure Lieblingsaktie, von der ihr keine Stücke mehr aus der Hand geben würdet. Und hier hat gewonnen der Walli Brösel. Und er schreibt, wunderbare Ideen mit dem Adventskalender. Meine Aktie ist die von Tesla. Gott sei Dank mehr Höhen wie Tiefen bis jetzt erlebt. Herzlichen Glückwunsch. Das zweite Geschenk war das Buch von Birgit Schrowange, Ungeschminkt. Und das hat gewonnen die Lilly RBRG aus Instagram. Den nächsten Gewinn gab es gleich 3-mal und somit gibt es auch 3 Gewinner und die haben jeweils 2 Bücher von der Finanzdiva gewonnen, nämlich Reichtum ist Frauensache, werde eine Finanzdiva und reich gut aussehen, dein Finanzworkout. Hier gab es 3 Gewinner, alle aus Instagram. Das ist die Lina.lara00, Ali K. 1989 und Paula-JNKW. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und als letztes haben wir noch Adventskalender-Türchen Nummer 4, das ich ausgelost habe. Hier gab es auch wieder 3 Gewinner, die jeweils ein Eintracht Frankfurt-Shirt gewonnen haben. Erster Gewinner ist der Hans-Jörg Ulrich, hier von YouTube. Dann der Michael Görz, ebenfalls aus YouTube. Und er schreibt auch an dich, Jürgen,
Er schreibt: Jürgen, ich wusste gar nicht, dass du so ein geiler Typ bist. Gerne würde ich dich, wenn das Stadion wieder offen ist, sehr gerne auf ein Kaltgetränk einladen. Ja, und das letzte Shirt hat gewonnen, Katalin aus Instagram. Ja, ich wünsche allen herzlichen Glückwunsch von mir und auch im Namen des gesamten Aktienlust-Teams. Meldet euch bei mir unter meiner E-Mail-Adresse nicole.straub@aktienlust.tv oder auch gerne bei Instagram. Dort werde ich die Gewinner dann ebenfalls nochmal in meiner Story erwähnen. Ja, die nächste Auslosung findet dann voraussichtlich am Freitag statt. Herzlichen Dank, liebe Nicole, für deine erste Auslosung. Ja, und ja, an den Fan von Eintracht Frankfurt, wenn das Stadion wieder mal gefüllt ist, dann kann er ja mal eine Zeile hinterlassen. Vielleicht, wenn ich da bin, klappt das ja tatsächlich mal mit dem Kaltgetränk. Danke dafür und euch noch einen schönen Tag.